Baerbock oder Habeck laufen rein über die Emotionen. Harald Schmidt spricht die Wahrheit aus, die sich viele denken, und Kretschmann ist sein Opfer. Man merkt ganz genau, dass Herr Kretschmann irgendwie nicht so richtig will, nicht so richtige Antworten gibt. Es ist die Frage in den Raum geworfen worden, das schauen wir uns gleich als erstes an, was denn eigentlich ein Spitzenpolitiker so ausmacht, wie er das Ganze denn überhaupt aushält, dieser Stress. Und das Publikum checkt es, dass es einfach nur ironisch ist, wie er ihn hier auf die Schippe nimmt. Der Einzige, der das Bier ernst nimmt, ist Kretschmann. Und dann gibt es auch noch eine weitere politische Frage, nämlich warum die Regierung so handelt, wie sie es gerade tut. Und ich finde, das ist mit eines der gelungensten Interviews. Der Humor ist einfach einzigartig und Vorsicht, du könntest bei diesem Videoclip tatsächlich anfangen zu lachen. Dementsprechend starten wir direkt rein. Von der Kondition her, 4, 5, 6 Termine, dann Nachtsitzungen, dann geht's nach Brüssel, dann kommt wieder ein Politiker aus dem Ausland zu Besuch. Wie teilt man sich da ein, kräftemäßig? Macht's einfach. Aber haben Sie denn Sitzungen, wo Sie sagen, wenn Sie lesen, worum es geht, oh Gott, was soll ich machen? Ja. Das Problem ist eigentlich, dass der Anteil von Sitzungen, wo man schon vorher weiß, dass nichts dabei rauskommt, ziemlich hoch ist. Ja. Ich glaube, deswegen mögen Sie die Leute, weil Sie einfach sowas sagen, was ja eh jeder weiß. Wie ist es eigentlich, wenn Sie Ihren Koalitionspartner Thomas Strobel hören, gehen Sie dann nach Hause und hören Sie nochmal den Schwiegervater im Original an? Sie können das nicht sagen als Koalitionspartner, aber es ist, wenn ich höre, ich sage, was denkt jetzt der Schwiegervater? Oh Gott. Finden Sie nicht, dass Wolfgang Schäuble, wenn Wolfgang Schäuble sagt, Christine Lagarde, dass dann eigentlich negative Zinsen was Tolles sind? Oder? Es kommt so, ich habe sie jetzt gesagt, Christine, du sprichst ja viel besser Englisch wie Französisch, und gesagt, du hast eigentlich recht. Das ist so, das ist ja auch eine große Kunst, je brutaler das Thema wird, es... Einfach zu sagen, jetzt ist schon Uwe. Ja. Oder? Das ist doch, also ich meine, Sie können das ja auch. So ein Satz wie, Jeans mit Löchern sind dekadent, ja, den Sie gesagt haben. Da würden Sie ja viel, auch oh, die Medienberater und so, ist das nicht eigentlich die Gruppe, vor denen Sie am meisten schützen müssen, die Medienberater? Mit die dauernd sagen, hier im Netz, dann haben sie gesehen, was da los ist, und hier haben wir die Likes und so, also dass die in eine Welt vermitteln wollen, die gar nicht ihre ist. Naja, ich meine, solche Sätze, die rufen ja alle immer wie Empörung hervor. Ja. Statt dass mal einer sagt, stimmt gar nicht. Ja. Und mir begründet, warum das gar nicht dekadent ist. Das, ja. Du hörst also immer nur Empörung, ja. Aber nie eigentlich ein Argument, dass die Empörung hervorgerufen hat. Das finde ich immer das Erstaunliche. Und bevor es gleich mit dem wichtigsten Part 2 weitergeht, muss man dazu sagen, ja, warum hören die nichts von der Empörung? Weil sie vielleicht selber die Empörung sind. Ich musste so herzhaft lachen, als Harald Schmidt ihm auch mal den Spiegel einfach vor Augen geführt haben, dass die Politiker immer wieder so tun, ja, wie schaffen die das von den Konditionen her, so viele Termine zu erreichen? Und er sagt selber, dass er sich bei manchen Meetings überhaupt nicht vorstellen kann, dass da irgendwas Produktives rauskommt. Und das ist genau das, was ich als Argument ja auch nutzen kann, was beispielsweise beim letzten Umweltgipfel stattgefunden hat. Da sind 250 Politiker angereist und jeder hat sich gefragt, was machen die 250 dort? 5 Leute oder lass es 15 Leute sein, hatten dort einen Redeanteil, vielleicht einen kleinen Vortrag vorbereitet, und die anderen, die haben sich einfach durchgegessen und vielleicht ein bisschen Sekt und Champagner getrunken. Und genau das ist doch eigentlich traurig, dass Kretschmann hier sogar zugibt, dass die meisten Meetings oder eben auch Treffen politischer Natur nichts bringen. Und wenn ich dann eine Frau Baerbock nutze, und das ist doch auch wieder der Beweis, die irgendwo in der Weltgeschichte umher tuckert, teilweise sich mit afrikanischen Stämmen anlegt, weil sie irgendwelche Bronzen einfach den falschen Menschen in die Hand zuspielt, und Claudia Roth war ja nicht unbeteiligt, wird es heute auch nochmal ein Video geben zu Claudia Roth, unbedingt ansehen. Muss ich dazu sagen, ist das einfach schon erbärmlich. Dementsprechend kommt hier der zweite Part. Das liegt natürlich daran, dass ein Argument ja keine Likes bringt.
sozusagen der Echoraum zählt ja. Es ist ja Aufregung auf Aufregung auf Aufregung. Ja. Und ein Thema, ein großes Thema hält sich 2 Tage, dann spricht eigentlich schon keiner mehr davon. Das ist absolut nachvollziehbar, weil man sich dann ja zumindest mal einarbeiten muss, ob das so ist. Ja. Aber einer meiner Lieblingssätze vom berühmten, von uns gegangenen Schlichter Heiner Geißler: In der Politik sind Emotionen Fakten. Finden Sie nicht? Aber wenn die Leute subjektiv empfinden, dass sie nicht mehr an Geldautomaten gehen können, ohne überfallen zu werden, können sie denen x-mal sagen, die Kriminalstatistik sagt genau das Gegenteil. Das Gefühl ist einfach da. Ja, aber was soll man gegen Gefühle machen? Verbieten, das bringt auch nichts. Gut gekontert an dieser Stelle, die Grünen wollen uns ja sehr viel verbieten. Paket, so ein Punkteplan oder so. Ja. Aber Gefühle sind ja gerade zum Beispiel bei den Grünen, jetzt ist sozusagen der Zeitgeist voll auf die Grünen zugelaufen, weil die Grünen seit ihrer Gründung nie etwas anderes behaupten, außer wir sind für Umwelt, wir sind gegen Atomenergie und jetzt ist genau das Mehrheitsfähige. Aber trotzdem ist es eine ganz wichtige emotionale Sache, zum Beispiel in meiner Wahrnehmung, Baerbock und Habeck laufen rein über die Emotionen. Rein über die Emotion. Habeck versteht alles, vermittelt, wenn er sich mal irrt, kann vorkommen und so gibt auch gleich. Also die Emotionen sind doch was ganz. Wenn Wissenschaftler sagen, 30% der Wahlberechtigten wählen was anderes, als sie meinen, weil sie das Wahlsystem nicht richtig verstehen, dann sind doch Emotionen ganz wichtig. Das muss man sich mal geben. Ein Harald Schmidt hat Baerbock und Habeck jetzt wunderbar vorgeführt, weil das ist genau das, was man sehen kann. Fakten, Wissen, Kompetenz, das ist alles überbewertet bei den Grünen. Dort geht es immer nur um Gefühle, um eine gewisse Haltung. Und auch Dieter Nuhr hat es hier auf dem Kanal ja auch schon öfter angesprochen. Was nützt es einem, wenn ich einen Philosophen als Wirtschaftsminister habe? Wenn du jemanden aus dem Ausland fragen würdest, ob das gut geht, würde jeder antworten, nein, das ist vielleicht nicht die beste Kombination. Und gleichzeitig, ich bitte dich, dieses Video zu teilen. Wir müssen die Menschen endlich mal aufklären, dass ein Politiker mindestens mal 5, eher 10 Jahre irgendwo einen harten Beruf hatte, bevor er dann über Bürger entscheidet, die genau einen solchen haben. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Wenn ich Habeck mir ansehe, dann will natürlich, wenn er Fehler macht, keiner sich das eingestehen. Und das Interview ist ja schon ein bisschen älter, wie du es auch mitbekommen hast. Das heißt, damals haben sich wirklich eine Mehrheit für die Grünen interessiert, haben gedacht, die werden das schon richten. Und was ist passiert? Richtig, der grüne Traum, der ist mittlerweile zerplatzt wie eine Seifenblase. Alles, was die Grünen mittlerweile angestellt haben, haben sogar die eigenen Wähler verstanden, dass das nicht die grüne Revolution sein kann, außer die grünen Politiker, weil die halt davon leben und ihr Politikergehalt kassieren. Dementsprechend, wie immer, morgen wieder einschalten, wird es nochmal spannend. Dieses Interview ist noch lange nicht zu Ende. Kommentiert und analysiert von unserer Stelle und dementsprechend bis zum nächsten Mal.